Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Simon. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, das war leider nur Spaß. Ich bin leider nicht so hübsch wie die Sina. Ihr müsst heute mir Vorliebe nehmen, aber dafür erkläre ich euch unser neues Produkt, den ReAdapt Stack. Worum geht's genau? Der ReAdapt Stack ist eine Kombination aus drei Adaptogenen. Und was sind Adaptogene? Das sollten wir vielleicht erstmal klären. Adaptogene sollen unserem Körper dabei helfen, besser mit Stress umzugehen. Die Formulierung ist ganz wichtig, er hilft nicht, den Stress zu reduzieren, denn ich kann natürlich nicht über irgendwelche Kräuterextrakte dafür sorgen, dass der Alltag weniger stressig ist, dass vielleicht die Freundin nicht mit einem Schluss macht, dass wir vielleicht nicht so viel vom Chef belagert werden oder dass auch der körperliche Stress nicht so hoch ist, aber wir können dafür sorgen, dass der Körper mit diesem Stress besser umgehen kann. Dafür klären wir erstmal, was Stress denn überhaupt ist. Stress ist eine ganz normale und sogar positive Reaktion des Körpers auf einen Umweltreiz. Wenn wir beispielsweise Stress ausgesetzt sind, das kann zum Beispiel auch Strahlung sein von der Umwelt, Lärm oder auch körperlicher Stress, emotionaler Stress, dann muss unser Körper erstmal Wege finden, sich an diesem Stress anzupassen, sich zu adaptieren. Und genau an dieser Stelle möchte ich euch das allgemeine Anpassungssyndrom nach Seile vorstellen. Seile, vielleicht spreche ich das auch falsch aus, das weiß ich nicht so genau. Das ist genau der Mensch, der Stress zum ersten Mal erforscht und definiert hat. Wenn wir Stress ausgesetzt sind, dann fällt es unserem Körper natürlich erstmal schwer, damit umzugehen. Unsere Stressresistenz bzw. die Widerstandsfähigkeit gegenüber dem Stressfaktor nimmt erstmal ab, weil der Stress eben sich erhöht. Mit der Zeit lernt unser Körper sich aber daran anzupassen, erhöht die Widerstandsfähigkeit, passt sich daran an, wird resistenter. Wenn allerdings der Stressreiz, der Stressfaktor weiter anhält, vielleicht sogar noch stärker wird, dann übersteigt das unsere Widerstandsfähigkeitskraft gegenüber dem Stressfaktor und es können negative Erscheinungen auftreten, beispielsweise gesundheitliche Probleme, dadurch, dass einfach der Stressspiegel so hoch ist, dass körperliche Mechanismen ausfallen. Adaptogene sollen nun unsere Widerstandsfähigkeit gegenüber Stressfaktoren erhöhen. Wir haben im ReAdapt Stack drei der bekanntesten Adaptogene drin. Das ist zum einen das Ashwagandha, im Moment sehr beliebt und gehypt, dann Panax Ginseng und Rhodiola Rosea. Ashwagandha und Rhodiola kennt ihr vielleicht schon aus anderen Produkten von uns. Ich erkläre euch jetzt jedoch jedes einzelne von denen nochmal im Detail. Ganz wichtig dabei zu verstehen ist, dass wir hier keine definitive Aussage über die Wirkung treffen dürfen, und zwar aus rechtlichen Gründen. Das liegt einfach daran, dass gesundheitsbezogene Aussagen in der EU über die Health Claims Verordnung geregelt werden. Das habe ich schon bei anderen Produkten angemerkt, beispielsweise letztens beim CBD-Öl-Release-Video. Das bedeutet, wenn ein Health Claim, eine gesundheitsbezogene Aussage zu einem Produkt zugelassen werden soll, zum Beispiel Vitamin D hilft beim Aufbau und Erhalt der Knochenmasse, das ist ein zugelassener Health Claim, dann muss dieser Health Claim erst von den Herstellern oder von einem Hersteller bei der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit, der EFSA, eingereicht werden. Diese prüft dann auf Grundlage der Studien, die dazu zur Verfügung stehen, ob dieser Health Claims rechtens ist oder nicht und gibt diesen Health Claim dann entweder frei oder nicht. Allerdings ist das auf zwei verschiedenen Ebenen extrem teuer. Zum einen müssen genug Studien vorhanden sein, um eine Wirkung ausreichend zu belegen, und Studien durchzuführen ist wirklich extrem teuer. Und zum zweiten kostet es für die Hersteller extrem viel, diese Health Claims bei der EFSA prüfen zu lassen. Und im Moment ist einfach die Forschungslage noch nicht so weit, dass man genügend Studien zur Verfügung hat, beziehungsweise hat noch kein Hersteller, und wir sind auch nicht dazu finanziell in der Lage, leider das Geld in die Hand genommen, um einen Health Claim zu diesen drei Adaptogenen bei der EFSA prüfen zu lassen. Konkret bedeutet das, wir dürfen darüber berichten, zu welchen Beobachtungen die Forschung bisher gekommen sind. Wir dürfen aber nicht sagen, dass die Produkte definitiv so wirken. Das nur zum Hintergrund. Kommen wir auch schon zum Ashwagandha, einem im Moment sehr beliebten und sehr gehypten Adaptogen, welches wir auch schon in unserem Galenicus Booster und auch im Somnia eingesetzt haben. Und das aus verschiedenen Gründen. Zum einen deuten Studien darauf hin, dass Ashwagandha das Wohlbefinden steigern kann und auch die Schlafqualität verbessern könnte. Das heißt, Studien haben beobachtet, dass einige Probanden, die Ashwagandha genommen haben, einfach besser schlafen, einen erholsamen Schlaf hatten. Aber Ashwagandha scheint dabei nicht müde zu machen. Das heißt, es ist unerheblich, ob man es morgens oder abends nimmt.
Wie gesagt, wir haben es auch in einem Booster gemacht und unser Booster macht ganz bestimmt nicht müde. Aber es scheint eine positive Auswirkung einfach auf das Wohlbefinden und entsprechend auch die Schlafqualität zu haben. Als Adaptogen ist Ashwagandha dementsprechend schon wirksam auf diese Wege. Allerdings gibt es noch andere Ergebnisse, die Studien beobachtet haben. Beispielsweise haben Studien beobachtet, dass Ashwagandha den wahrgenommenen Stress reduzieren kann. Das heißt, wer sich stressig fühlt, einem Stress ausgesetzt ist, der könnte davon profitieren, indem er das ReAdapt Stack bzw. Ashwagandha einnimmt und sich dadurch weniger gestresst fühlt. Das habe ich schon beim allgemeinen Anpassungssyndrom erklärt. Und das könnte damit zusammenhängen, dass Studien ebenfalls beobachtet haben, dass Ashwagandha den Cortisolspiegel am Morgen senkt. Viele Hersteller haben Ashwagandha oder zumindest einige Hersteller haben Ashwagandha deshalb in ihren Intra-Workout-Produkten oder auch in den ERAs eingesetzt und bewerben es damit, dass das Cortisol dadurch im Training gesenkt werden soll. Das ist allerdings nicht so ganz haltbar. Ashwagandha kann aus anderen Gründen, weshalb wir es auch im Galenicus haben, Sinn machen vor dem Training, auch während dem Training, aber die cortisolsenkende Wirkung ist dabei nicht ganz so relevant, denn um von der cortisolsenkenden Wirkung profitieren zu können, muss man es über mehrere Wochen einnehmen. Das heißt, ich würde euch wirklich empfehlen, wenn ihr euch ein Bild über den ReAdapt Stack machen wollt, dann nehmt wirklich die ganze Dose ein, 60 Tage, jeden Tag 2 Kapseln oder auch länger und fällt erst dann ein Urteil. Jedenfalls haben Studien beobachtet, dass über die Zeit, es waren Studien, die auch über 6 bis 8 Wochen gingen, den Cortisolspiegel am Morgen senken können. Ganz wichtig zu verstehen ist allerdings, dass Cortisol ein essentielles Hormon in unserem Körper hat und ganz wichtige Aufgaben erfüllt. Es würde überhaupt keinen Sinn ergeben, dass man anstrebt, Cortisol auf 0 zu drücken. Das nur so am Rande. Cortisol ist auch ein abbauendes Hormon. Wir brauchen das jeden Tag für unseren Stoffwechsel. Es macht uns am Morgen wach. Es ist der Gegenspieler von Melatonin. Ohne Cortisol würdet ihr euch ziemlich scheiße fühlen. Aber Ashwagandha senkt den Cortisolspiegel auch nicht auf 0, sondern reguliert ihn einfach nur etwas runter. In einigen Untersuchungen konnte auch beobachtet werden, dass die Einnahme von Ashwagandha in Kombination mit dem Krafttraining nicht nur die körperliche Leistungsfähigkeit über die Zeit verbessert, sondern auch den Muskelaufbau und den Fettabbau. Das könnte zum einen mit den schlaffördernden Eigenschaften zu tun haben, beziehungsweise einfach ein Resultat daraus sein, dass Ashwagandha eventuell, zumindest beobachten das die Studien, wie gesagt, die Schlafqualität fördern könnte. Allerdings kamen einige Studien auch zu dem Ergebnis, dass Ashwagandha zumindest bei Männern auch den Testosteronspiegel anheben kann. Natürlich nicht so weit, wie wir das in der Lage sind, mit Steroiden exogen zugeführt sind, zu erreichen. Natürlich immer im normalen Referenzbereich, aber Ashwagandha scheint zumindest bei Männern den Testosteronspiegel steigern zu können. Und das könnte auch der Grund dafür sein, dass Ashwagandha Vorteile in Bezug auf die körperliche Leistung und auch den Muskelaufbau und den Fettabbau gezeigt hat. Wir haben im ReAdapt Stack die patentierte Form KSM66 eingesetzt, welche zumindest im Kraftsportbereich aktuell der Goldstandard zu sein scheint. KSM66 ist besonders hoch standardisiert und zwar 5% an seinen Vitanoloiden. Und das ist der aktive Wirkstoff, den wir im Ashwagandha haben. Und die meisten Studien, die zu Ashwagandha durchgeführt wurden und einen positiven Effekt in Bezug auf das Krafttraining gezeigt haben, haben genau diesen Extrakt verwendet. Wir haben hier in einer Portion, das sind 2 Kapseln täglich, genau 500 Milligramm enthalten. Da komme ich auch schon zum zweiten Adaptogen, und zwar Panax Ginseng. Panax Ginseng wird als der König der Adaptogene bezeichnet und bekommt man auch schon seit einigen Jahren in Drogerien und Apotheken. Und zwar wird Panax Ginseng dafür verkauft, dass es die kognitive Leistungsfähigkeit steigern soll. Und auch das ist ein Grund, warum wir ihn im ReAdapt mit eingesetzt haben. Allerdings haben Studien auch beobachtet, dass Panax Ginseng Extrakt, genau wie Ashwagandha, den Stresslevel bzw. den wahrgenommenen Stress senken kann. Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch nach einer schweren Prüfung, wenn man ganz lange gelernt hat, dann ist man einfach ausgelaugt und hat einfach nicht so eine gute Stimmung. Man ist einfach mental, kognitiv am Ende. Und Studien haben beobachtet, dass Panax Ginseng diesen Effekt reduzieren könnte. Weitere Studien geben auch einen Aufschluss über die Gründe darüber. Und zwar scheint Panax Ginseng das zentrale Nervensystem zu stabilisieren und damit auch die kognitive Fähigkeit, die kognitive Leistungsfähigkeit steigern zu können. Und ähnlich wie ich das schon beim Ashwagandha erzählt habe, haben Studien weiterhin beobachtet,
dass Panax Ginseng die Erschöpfung nach körperlichem Training reduzieren kann. Das heißt, nach einem harten Krafttraining oder auch nach einem harten Ausdauertraining würden uns dann einfach nicht mehr so erschöpft fühlen. Wichtig zu beachten ist, dass diese Studien nicht unbedingt beobachtet haben, dass Panax Ginseng auch die körperliche Leistungsfähigkeit steigert, aber das habe ich bereits beim Ashwagandha angesprochen. Wir haben im ReAdapt Stack in einer Portion, das heißt wieder zwei Kapseln, 400 Milligramm Panax Ginseng Extrakt enthalten und dieser ist auf ganze 4% Ginsenoside standardisiert. Das ist der aktive Wirkstoff, der im Panax Ginseng Extrakt für die meisten positiven Eigenschaften verantwortlich gemacht werden kann. Und last but not least, als drittes im Bunde, haben wir den Rhodiola Rosea Extrakt, von dem ich schon seit Jahren ein großer Freund bin. Rhodiola Rosea wird zu Deutsch auch Rosenwurz genannt und hat wirklich viele valide Studien in seinem Rücken. Eine aktuelle Meta-Analyse, das heißt eine quantitative Zusammenfassung aus vielen placebo-kontrollierten Studien, kam zu dem Ergebnis, dass Rhodiola Rosea die geistige Ermüdung verbessern könnte, die neuromotorische Fitness und körperliche Arbeitskapazität steigert, Denkfehler reduziert sowie die Aufmerksamkeitsdauer steigert und die Reaktionszeit verbessert. Ganz wichtig für alle von uns, die kognitiv sehr leistungsfähig sein müssen, zum Beispiel im Job, und sogar das allgemeine Wohlbefinden verbessern könnte. Und auch hier haben Untersuchungen an Sportlern beobachtet, dass Rhodiola Rosea Extrakt die körperliche Leistungsfähigkeit steigern könnte. Beim Rhodiola Rosea Extrakt haben wir pro Portion, das heißt wieder zwei Kapseln, ganze 300 Milligramm vom Extrakt eingesetzt und auch hier wieder darauf geachtet, dass dieser besonders hochwertig ist. Genauer genommen ist dieser standardisiert auf seine Rosavine sowie die Salidroside. Aber wir wären nicht Gannikus, wenn wir nicht versuchen würden, das Ganze noch ein bisschen besser zu machen. Und wie in vielen unserer Produkte haben wir auch hier wieder den schwarzen Pfefferfruchtextrakt enthalten, der als Bioenhancer gilt. Genauer genommen konnten einige Studien beobachten, dass sie im Falle unseres ReAdapt-Stacks die Bioverfügbarkeit der Vitanoloide aus dem Ashwagandha-Extrakt, die Rosavine aus dem Rhodiola-Extrakt sowie die Ginsenoside aus dem Panax-Ginseng-Extrakt steigern können. Ja, eine oft gestellte Frage, wie nehme ich das denn eigentlich ein, Simon? Erzähl's mir doch endlich, komm auf den Punkt. Ja, eine Portion sind hier genau zwei Kapseln. Die kann man auf einmal nehmen, besser ist es, sie auf zweimal aufzuteilen, beispielsweise einmal morgens, einmal abends, damit die Stoffe einfach noch ein bisschen besser aufgenommen werden. Wichtig zu beachten ist, vielleicht werdet ihr schon nach ein, zwei Einnahmen etwas spüren können, aber viele der Wirkungen, die ich eben erklärt habe, werden erst nach der Zeit eintreten und dann auch nicht von jetzt auf gleich, sondern wirklich sich langsam bemerkbar machen. Das heißt, ihr solltet wirklich die ganze Dose 60 Tagesportionen am Stück nehmen, bevor ihr ein Urteil darüber fällt, ob ihr es euch nachbestellt oder nicht. Ein Versuch ist es aus meiner Sicht auf jeden Fall wert, denn wie ich in meinem Video hier oben beschrieben habe, kann ein erhöhter Stressspiegel auch den Muskelaufbau, die körperliche Leistungsfähigkeit und natürlich das Wohlbefinden erheblich beeinträchtigen. Und eine wichtige Säule des Muskelaufbaus, wenn es euch wirklich nur darum geht, ist natürlich die Regeneration und die solltet ihr absolut nicht vernachlässigen. In diesem Sinne bin ich erstmal raus. Checkt auf jeden Fall unseren Shop ab, www.gannikus.de/shop, und wir sehen uns beim nächsten Release.